Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und in diesem Video beschäftige ich mich mit dem Filterhalter für das Sony 14mm Objektiv. Ihr wisst, das 14mm ist ein ganz besonderes Objektiv, weil die Linse vorne sehr, sehr gewölbt ist und es ist gar nicht so easy, da auch einen Filter dafür zu finden, beziehungsweise einen Filterhalter. Aber ich habe einen mir vor 6 Monaten gekauft für 90 Euro und da gehe ich jetzt mal auf die Vorteile dieses Filterhalters ein und auch auf die Nachteile. Und dieses Testvideo oder mein Erfahrungsbericht zu einem Filterhalter mache ich natürlich hier am Ammersee, da ich kein eigenes YouTube-Studio habe. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr gesucht, habe noch keinen bezahlbaren Raum hier bei mir am Ammersee gefunden. Falls einer das Video sieht und vielleicht so 20, 30 Quadratmeter anzubieten hat, egal wie es aussieht, es muss nur abschließbar sein, meldet euch bei mir. So, das hier ist der Filterhalter für das 14mm von Sony. Dieser Filterhalter passt auch nur auf das Sony 14mm und nicht auf mein Samyang, welches auch 14mm Brennweite hat. Passt nicht drauf und es passt auch nicht auf das Sigma 14-24 2,8 Objektiv. Also man kriegt es nicht drauf. Vor allem beim Sigma fehlt vielleicht 1 mm, um den Filterhalter richtig schön drauf zu kriegen. Aber ist eben so. Der Filterhalter an sich hat die Möglichkeit hier für 2 Einschübe, das heißt, man könnte in der Theorie 2 100mm Filter einspannen. Also entweder ND-Filter oder Verlaufsfilter. Ihr habt hier keine Möglichkeit, einen Polfilter irgendwie einzusetzen, in diese Version für 90 Euro zumindest. Jetzt setze ich den mal drauf und dann ziehe ich ihn fest. So. Im ersten Versuch teste ich den Filter mal mit einem 64er ND-Filter von AIDA. Spanne den auch in den allerersten Slot ein. Und ihr seht, der 100mm Filter deckt das Objektiv komplett ab. So, mal schauen. Wir reden ja vom Filterhalter. Filterhalter auch ein Filter hält. Der Sensor dankt es mir gerade nicht, aber Filter hält. Jetzt machen wir mal das erste Testfoto mit einem ND-Filter. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich habe hier noch so eine Schraube, um den Filter halt hier zu fixieren. Und mit der anderen Schraube kann ich den drehen. Das kann man unter anderem bei Verlaufsfiltern ganz gut verwenden. Ja? Zuerst mal das erste Foto machen mit dem Ding. So, mit so einem 14mm kann man auch mal ganz nah rangehen ans Motiv. Das heißt, ich platziere jetzt hier den Steinhaufen hier einfach ins rechte Drittel und fotografiere mitten in die Sonne rein. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt hier Sinn macht. Mit einem 64er Filter kann ich 0,8 Sekunden lang belichten, damit das Bild hier noch einigermaßen gut ausbelichtet ist und es eine nahezu Langzeitbelichtung ist. Machen wir mal das Foto. Schauen wir uns mal die Qualität an vom 64mm Filter. Hier hat man ca. 1 mm Luft zwischen dem Filter und dem Filterhalter. Also wenn die Sonne da ungünstig steht, kann es sein, dass man diese Sunflares da reinbekommt. Vielleicht sehen wir die jetzt auch gleich in einem Foto. Bin mal gespannt. So. Aber jetzt tausche ich den Filter in den ND1000. Der ist auch von AIDA, Nano Pro Serie, also ein hochwertiger Filter, auch ein 100mm Durchmesser. Wenn ich jetzt hier auf einer F14 bin, kann ich hier mit dem 1000er schon 6 Sekunden lang belichten. Das mal jetzt auch mal gucken. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick hier an meinem Kameradisplay keine Sunflares oder so. Jetzt kommt noch ein zweiter Filter hinzu, den spanne ich jetzt vor den ND1000. Und zwar kommt jetzt mal so ein Verlaufsfilter, der hoffentlich sauber ist. Genau, spannen wir mal den drauf und schauen uns die Sache an, ob es hier vielleicht eine Vignette oder sowas gibt. Wird es oben schon relativ dunkel.
Das kann ich auch länger belichten. Muss ich sogar. Der nimmt mir richtig viel Licht weg. Jetzt bin ich schon auf einer F14 bei 20 Sekunden Belichtungszeit. Ich habe das Gefühl, dass mit diesem Verlaufsfilter der rechte Bereich viel zu sehr abgedunkelt wird. Besser wird es, wenn ich den Filterhalter ein bisschen nach links drehe, aber da entsteht doch wieder eine unschöne Vignette. Also da sind wir jetzt beim Nachteil dieser Verlaufsfilter, zum Beispiel jetzt hier mein GND 0.9 oder 0.9, eignet sich jetzt nicht so perfekt, finde ich. Also das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit jetzt von dem Objektiv in Verbindung mit zwei Filtern, dass das nicht so rüberkommt, wie es soll. Ist zwar noch ertragbar, aber geil ist was anderes. So, nächster Test, zwei ND-Filter hintereinander mitten in die Sonne. Zuerst ist jetzt der 64-fach Filter drauf und jetzt nochmal ein ND8. Mir fällt jetzt echt auf, ich habe hier wirklich zwei Schlitze, also einen Schlitz bauartbedingt jetzt zum Filter hin und dann nochmal hier zum Objektiv. So, jetzt kann ich hier wieder mit der Zusammensetzung 20 Sekunden lang auf einer F14 fotografieren, beziehungsweise 20 Sekunden schauen mir fast überbelichtet aus. Ich gehe mal ein Stück runter auf 10 Sekunden auf der F14. Und da interessieren mir jetzt insbesondere diese Sandflares, weil ich ja mitten in die Sonne rein fotografiere, ob die da auftauchen. So, ich wechsle jetzt vielleicht nochmal leicht die Kameraposition und fotografiere hier mal so richtig in die Sonne rein. Warum ich die Filter verwende, wisst ihr wahrscheinlich, weil ihr das Video anschaut. Ich möchte das Wasser glatt bügeln. Das hat einfach den Effekt, wenn man länger belichtet, wie jetzt in dem Fall hier 10 Sekunden. Auch hier ist ein vernünftiges Bild. Und als Test jetzt auch mal auf einer 16er Blende will ich mal schauen, wie die Blendensterne der Sonne kommen mit zwei Filtern. Also der ND64 und ND8 ist immer noch drin, auf einer F16. Weil ich vorhin so super gescheit geredet habe, dass der Filterhalter nicht auf das Sigma 14 bis 24 passt. Hier ist der Beweis, Peter ist hier am Start und er hat nämlich das Objektiv drauf, das 14 bis 24. Wir haben es nämlich gerade probiert, es funktioniert einfach nicht. Peter hat ein super Motiv hier entdeckt, vielleicht mache ich sie mal nach und traue mich auch daran, aber mit dem 14 mm muss ich deutlich, deutlich näher ran. Muss ich mich nackig machen gleich. So, mit dem 14 mm muss ich nah ran. Und ich gehe jetzt auch höher, dass ich die Steine aus dem Wasser rauskriege. Sonst schneiden die sich mit der Wasserkante irgendwie. Ja. Und lass jetzt schön die Sonne da durchblinzeln. Ja, was mich jetzt hier echt anmacht, sind die Wolken. Ich finde sie jetzt wirklich, wirklich schön, dass die sich noch mal kurz zeigen. So, Stativ ist fest drin. Bildkomposition, ein Drittel Himmel. Die Sonne kommt da genau in der Mitte rein. Ich stelle hier auf die Steine natürlich scharf.
gehe auch noch mal auf die F16 und belichte jetzt 13 Sekunden. Einfach, weil es jetzt nötig ist. Die Sonne ist jetzt nicht mehr so stark. Jetzt auch wieder mit den zwei Filtern. Ich weiß, dass das System mit einem Filter super arbeitet. Mit zwei habe ich echt so meine Bedenken. Aber scheint zu klappen. Boah, wie warm ist denn der See? Ich war schon lange nicht mehr baden. Jetzt habt ihr eine Vorstellung, was das 14 mm in Kombination mit diesem Nisi-Filterhalter kann. Ich freue mich auf eure Kommentare dazu. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Man kann auch andere Filter verwenden, und zwar die von Haida, die man hinten ins Objektiv reinsteckt, also zwischen dem Bajonettanschluss und dem Objektiv. Aber da bin ich kein Fan davon, weil ich die nicht so gerne dann auch hier mitten in der Natur wechseln wollen würde. Einfach um diese Sensorflecken zu vermeiden. Da muss man sehr vorsichtig sein und das vielleicht auch nur bei gutem Wetter machen, nicht bei Wind und Sturm draußen, wie es eben so manchmal ist. Aber jetzt geht die Sonne gerade so schön unter, der Himmel färbt sich rot ein, jetzt muss ich noch zwei, drei Bilder machen. Mit dem 14er natürlich und einem etwas schwächeren Filter, weil der ND1000 ist jetzt echt schon zu stark. Hier bin ich noch nicht drin, oder? Hier? Oder bin ich schon drin? Die Mückenschwärme fliegen hier durch, das ist ja Wahnsinn. Hoffentlich sind die alle weg auf 13 Sekunden. Und wie es so ist, gegen Ende kommt immer noch mal eine Idee. Man muss nur lang genug am Spot bleiben. Jetzt habe ich meine Kamera hier fast versenkt, aber das ist einfach eine saugeile Perspektive. Und weil sich das keiner traut, bin ich der Erste höchstwahrscheinlich, der die hat. Aber da muss man seinem Stativ auch ein bisschen vertrauen. Und das tue ich und es ist ein Bam-Foto, endlich. Geil, das wollte ich und so ist es auch richtig geil. 10 Sekunden F7. Kamera steht safe einigermaßen. Auch mit dem 64er ND-Filter immer noch. Boom! Yes! Haha! So Freunde, die Aktion ist jetzt nochmal gut gegangen, aber ich habe ein echt geiles Bild, glaube ich, jetzt hier mit nach Hause gebracht. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung meines Praxistestes zu diesem Nisi-Filterhalter getaugt. Ich behalte ihn weiterhin und als Schwächen finde ich jetzt einfach nur, dass man da keinen Pullfilter reinbauen kann. Und in manchen Fällen habe ich tatsächlich auch Sandflares drauf. Ich weiß es nicht, ob man im Video jetzt hier bei der Aktion welche sieht, aber diese Sandflares sind bei mir in der Vergangenheit immer entstanden, wenn ich zwei Filter hintereinander hier reingebaut habe. Und wichtig zu wissen ist auch noch, mit diesem Verlaufsfilter hat man Probleme mit der Vignette bei diesem speziellen Objektiv und dem Filterhalter. Aber diese Fotos, die ihr jetzt gesehen habt, sind mit diesem Objektiv möglich und mit dem Filterhalter. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee. Zeit, die Hosen wieder anzuziehen. Bye bye.